Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Guten Tag, meine Damen und Herren, wir sind zurück auf der Kampagnenkarte und ich war gerade dabei, einen schlechten griechischen Hafen gegen einen guten latinischen Hafen auszutauschen und in diesem Vorhaben werde ich jetzt weiter fortschreiten. Und der Fischerhafen. Klingt für mich nach einer guten Idee, weil Nahrung immer eine schöne Sache ist. Ich krieg zwar noch 4 Nahrung pro Runde hier, aber das kann sich natürlich ändern, je nachdem, welche Gebäude ich noch weiter ausbaue. Dich kann ich auch noch weiter ausbauen und dich kann ich auch noch weiter ausbauen. Es läuft doch perfekt. Es läuft doch perfekt. Wir haben unser... Wir müssen eigentlich feiern. Hätten wir letztes Mal schon machen müssen. Wir haben unser römisches Kernland vervollständigt. Römisches Kernland, also eigentlich ist Italien alleine Bundes... Ja, es ist ein bisschen schwierig dargestellt hier. Also Syrakus ist eigentlich die erste Provinz. Die gehört eigentlich nicht mehr zum Kernland dazu. Der Rest von Magna Graecia gehört eigentlich noch zu römischem Kernland dazu. Wir haben hier unten... hier steht Brundisium. Ja, hier ist aber auch, hier gibt es Städte wie. Jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Ich werde ihn nachreichen, sobald mein Kopf ihn wieder hervorgebracht hat. Ah, da ist die etruskische Armee. Wollen wir nicht gegen die Etrusker kämpfen? Das wäre doch super. Mal gucken, in welche Richtung sie weiter segeln. Hoffentlich kriege ich sie. Weil, also das war meine Angst, ne? Sobald ich hier rausgehe, irgendwie mit einer Armee, werden die losziehen und versuchen, mich zu umgehen. Das werde ich natürlich versuchen zu verhindern, / zu vermeiden. Genau. Was gibt's sonst noch zu tun? Du bleibst hier erstmal. Die öffentliche Ordnung muss sich einigermaßen regenerieren hier. Dich kann ich immer noch nicht weiter ausbauen, so wie ich das möchte. Also, es sind 20 Leute, hier sind 20 Leute, meine Armeen sind voll. Mehr brauche ich momentan nicht. Weiter geht's. Karthago schippert weiter, scheint keinen Krieg zu haben. Verlässt Kerales, was sehr gut für mich ist, weil dann kann ich es in einem Überraschungsangriff einnehmen. Sobald ich Karthago den Krieg erkläre, brauche ich eine weitere Armee. Denn ich muss Kerales und Alalia verteidigen können. Ich muss ein stehendes Heer quasi in Alalia auf Sardinien oder Sizilien. Nee, auf Korsika oder Sardinien haben. Auf Kerales oder in Alalia. Denn es ist schwierig für mich dahin zu kommen, mit einer großen Armee rüber zu segeln, wenn ich gegen Karthago Krieg führe. Die haben nämlich eine durchaus bessere Flotte als ich. Dementsprechend wird das problematisch. Wir haben +2 Moral für alle Units. Das haben wir hier schon, also macht es keinen Sinn. Epirus ist zerstört worden. Wir haben eine Bevölkerung, die unzufrieden ist. So, was baue ich denn hier? Die öffentliche Ordnung ist nicht gut, ne? Woran liegt denn das? Instabilität. Texas. Slaves. Sklaven. Kulturelle Unterschiede. Wie sieht es denn mit der Kultur bei uns aus? Die latinische Kultur ist weit vorne und steigt weiter. Da muss ich mich vermutlich nicht drum kümmern. Das wird von selber weggehen. Was könnte ich mich hier? Natürlich könnte ich die Steuern senken. Das werde ich aber erst tun, wenn es wirklich, wirklich problematisch wird. Ja gut, viel mehr können wir nicht machen. Wir können einen dieser Tempel zum Beispiel erweitern hier. Aber erstmal will ich das hier ausbauen. Denn sonst entsteht da wieder ein Slum. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug Geld für die Tempel, aber das ist okay. Ich habe genug
Geld hierfür. Das gibt mir auch nochmal öffentliche Ordnung. Und dann sollten wir das langsam in den Griff kriegen. Wo ist der Etrusker hin? Ist das die Etruskische? Nein. Oh, warum? Hi. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Das ist richtig schlecht. Naja, mal schauen, wie das wird. Irgendwie muss ich diese... Wie konnte die an mir vorbeisegeln, so weit, dass ich nicht mehr an sie rankomme? Das verstehe ich ja nicht so richtig, aber gut. Wir machen das Beste draus. Das Beste aus dem, was wir haben. Öffentliche Ordnung muss hier verbessern. Hier muss die Armee geschlagen werden. Dann rüber nach Alalia. Beenden wir die Runde. Sieht nicht so aus, als würden wir in dem Part noch Karthago angreifen. Tut mir leid. Aber ich dachte, es geht schneller mit Alalia. Wenn die mir jetzt so in den Rücken fallen, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, das in einem entsprechenden... Okay. Wenn Sparta Krieg will, darf Sparta Krieg haben. Das ist okay. Solange sie keine Verbündeten haben, die mir groß Probleme machen könnten, sollte das kein Problem sein. Sie haben eine Grenze rechts bei Brundisium, also eine Seegrenze. Aber er greift mich nicht an. Interessant. Ich bin echt ein bisschen verwirrt, was er da tut. Ich meine, er hätte jetzt Neapolis vermutlich angreifen können, oder? Oh ja. Ich nehme gerne ein Handelsangebot von Neu-Karthago an. Solange ich nicht mit ihnen Krieg führe, kann ich ja wenigstens von ihnen profitieren. So, was haben wir denn hier? Du kommst da nicht ran, du kommst da locker ran. Ich bin mir nicht so sicher, was ich tun soll. Ich schicke dich mal in den Hafen von Neapolis. Dann... Wie weit kommst du? Du kommst sowieso nur bis hierhin. Hebe ich. Ich könnte eine Armee ausheben, um mich zu schützen. Ich habe ja das Geld. So, du bewegst dich erstmal in die Stadt und dann... Ist die Frage, ich hätte gern dich und dich und dich. Mal gucken, ob das reicht. Es kann sein, dass wir einen sehr unschönen Kampf führen müssen. Kann ich dir schon was zuweisen? Genau, das ist doch interessant hier. Gib deinen Leuten mal mehr Moral. Genau, kann sein, dass wir einen sehr unschönen Kampf führen müssen. Wir haben in Neapolis 6 Verteidiger. Die 2 Blebs kann man eigentlich wieder abziehen, denn die sind zu fast nichts Nutze. Wir haben 2 Leves. Wir haben dementsprechend 4 Leves. 4 Speerträger. Das ist ganz interessant. Ich schippe jetzt mit meiner Armee einfach mal gen Alalia und wenn er das nicht verteidigen kann und ich aber Neapolis verteidigen kann, wäre das natürlich eine wundervolle Sache. Also, ist ein bisschen Risiko, aber ohne Risiko macht das natürlich auch keinen Spaß. Es ist, interessant. Also das Problem ist, ich meine, ich könnte jetzt hier noch ewig, Also ich sag mal so, ne? Sparta. Ich weiß nicht, was für eine Geldpolitik ihr habt. Aber wenn jemandem den Krieg erklärt... Und ihm die nächste Runde 750 Gold schenkt, damit er diesen Frieden mit euch wieder schließt. Irgendwas macht ihr falsch. Ich eben.
Vielleicht steckt auch ein großer Plan dahinter, ich habe keine Ahnung. Genau, das Problem hier oben wäre gewesen, ich hätte natürlich noch... er schippert zurück. Ich hätte noch ewig darauf warten können, hier, dass er mich irgendwo angreift. Vielleicht hätte er es nie getan und ich hätte Alalia nie einnehmen können. Dementsprechend muss ich jetzt versuchen, aggressiv zu werden und trotzdem versuchen, meine Heimatstätte zu schützen. Und genau das werde ich jetzt tun. Lemuria. Sehr schön, ich krieg kulturellen Einfluss. Outrage Populares. Magna Graeca. Okay, schauen wir mal, wie es aussieht mit der öffentlichen Ordnung. Wird immer besser. Ich erhöhe dich mal. Solange wir nicht auf 100% kommen, werde ich die Steuern nicht senken. Ich glaube, das wird zwar knapp. Wir spielen ein bisschen auf Risiko. Ich glaube, es wird knapp, aber es sollte reichen. Ich meine, wenn ich die Steuern runternehme, dann sind das nur noch minus zwei öffentliche Ordnungen. Damit können wir es eigentlich ganz gut kontrollieren. So, ich werde jetzt diese Stadt angreifen. Ich werde mir Alalia holen. Und sie einnehmen. Und damit haben die Etrusker keine Hauptstadt mehr. Also gar keine Stadt mehr. Die Etrusker sind so gut wie besiegt. Wir haben diesen Schrecken lateinischer Frühgeschichte endlich abgeschüttelt. Und werden jetzt unser Augenmerk auf Karalis werfen. Wobei mir diese zwei Flotten noch ein bisschen Sorgen machen. Die müssen natürlich noch besiegt werden. Aber sobald das geschehen ist, werden wir gerne in Karalis reisen. Es gibt hier, glaube ich, einen kleinen schönen Übergang. Da kann meine Armee rüber. Und dann werden wir hier weitergehen und Karthago angreifen. Es sei denn natürlich die Etrusker, denen ich auch hier an dieser Stelle nochmal nahelegen möchte, Karalis für sich zu erobern. Neben Karalis ein. Dann müssen wir Karthago natürlich nicht den Krieg erklären. Ich werde dich nach Rom ziehen. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Ich ziehe dich mal wieder nach Neapolis. Weil er kann momentan Rom nicht erreichen, aber Neapolis schon. Deswegen werde ich diese Armee hier in Neapolis stationieren. Und ich werde noch ein paar Einheiten ausbilden. So viel Geld habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber das sollte schon klar gehen. Die öffentliche Ordnung im Kernland ist ganz gut. Hier lässt sie zu wünschen übrig. Aber im Großen und Ganzen läuft es doch ganz okay. Die Frage ist, wie werde ich nach Karalis gehen? Werde ich von hier oben kommen? Oder werde ich von hier unten rüberschippern? Ich bin mir gerade unsicher, was sinnvoller ist. Die Armee oben brauche ich dann für die Kriege im Norden. Aber da können wir uns Zeit lassen, weil die uns nicht von selbst den Krieg erklären werden. Das heißt, wir hätten Zeit, sie wieder zurückzuschicken. Hier... Naja, siehst du, sie greifen uns hier an. Oder versuchen es zumindest. Ach nee, ich hasse es. Ich hasse es, wenn... Naja, kein Kommentar. Wenn die hier versuchen, die Küsten zu überfallen und unser Geld zu rauben, unsere öffentliche Ordnung runterbringen. Ja, diese öffentliche Ordnung geht runter, oder? Ja. Das heißt, ich muss diese Schiffe hier besiegen, oder muss ich? So dringend ist es gar nicht. Wir haben hier eine Armee, die wird wahrscheinlich versuchen, Neapolis anzugreifen. Rom kann sie immer noch nicht angreifen. Nein. Ich hätte gerne im Pool. Neue Soldaten ausgebildet. Siehst du, ich habe doch gesagt, es wird alles gut. Die öffentliche Ordnung kommt wieder ins Positive. Magna Graeca ist gerettet. Also, was ich vorhin sagen wollte, wenn ich mit dieser Armee hier rüber schippe, Karalis angreife, Karthago den Krieg erkläre, weiß ich nicht, ob ich mit der Armee nochmal übers Wasser hierher zurückkomme. Ja? Gleichzeitig ist Sizilien sehr nah an karthagischem Einflussgebiet und es könnte natürlich sein, dass Karthago sehr schnell anfängt, hier eine Armee, eine Flotte, irgendwas
nach Sizilien zu schicken und mir meine Ländereien wieder wegzunehmen, in Anbetracht der Tatsache, dass die öffentliche Ordnung sehr schlecht ist in Sizilien, wäre das nicht gut. Gar nicht gut. Es wäre wahrscheinlich ein sehr großer Rückschlag. Wir müssten gegen Rebellen kämpfen, wir müssten Siedlungen zurückerobern und wären sehr geschwächt gegen Karthago. Dementsprechend glaube ich, dass es sinnvoller ist, die Armee hier zu lassen. Auch der Tatsache geschuldet übrigens, dass ich öffentliche Ordnung von ihr bekomme, nämlich 5 Stück, die sehr hilfreich sind. Und ich dementsprechend es mir vermutlich nicht leisten kann, diese Armee hier rüber zu ziehen, sondern ich werde von hier oben kommen, Karalis erobern, eine eigene Armee aufstellen, mit der Armee wieder gen Norden marschieren und Patavium und Genua angreifen. Das ist der Plan. So, und bis dahin habe ich eigentlich wenig zu tun. Wahrscheinlich werde ich jetzt angegriffen. Dich greife ich noch nicht an. Dich greife ich erst an, wenn die besiegt sind. Oh, eine Technologie sollte ich vielleicht noch erforschen. Wie sieht es denn aus? Also ich hätte halt sehr gerne relativ schnell gute Truppen. Die kriege ich hier bei den bei der Kohortenkaserne. Dementsprechend gehe ich den militärischen Weg einfach mal weiter. Die Technologien werden auch immer länger dauern. Das Erforschen der Technologien wird immer länger dauern. Ich muss mal gucken, wie ich das gewichte. Ich bin mir da nicht so sicher. Naja, und dann sind die nächsten 20 Minuten wahrscheinlich auch schon bald wieder rum, ne? Und ich muss auch aufpassen, dass meine Festplatte nicht zu voll wird. Da ist der Kampf. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich den auto-resolven soll oder nicht. Ich werde erstmal quicksaven. Nee, ich mache den Kampf, der wird zu lange dauern. Ich mache den. Nächste Folge ist die eben ein bisschen kürzer. Das soll ich auch nicht stören. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Ceterum censeo. Carthaginem esse delendam. Auf Wiedersehen.